Die Rulantica-Baustelle ist in vollem Gange. Ich hoffe, der Wasserpark wird tatsächlich bald eröffnet. Und ich will heute ein paar mehr Details rausfinden. Das mache ich am besten hier im Baucontainer der Projektleitung. Kommt mit! Ich habe Glück, hier sind gleich zwei der wichtigsten Männer. Erstmal Projektleiter Thomas. Hallo. Hi Thomas. Hallo Benni. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich auf der Baustelle. Ich richte alles vor und du ziehst sie an. Ja, alles klar. Ich freue mich. Und? Michael Mack. Ja, freut mich. Herzlich willkommen. Michael, was erwartet die Besucher in Rulantica? Ja, Rulantica ist eine eigene Geschichtswelt, die wir entwickelt haben. Es ist sozusagen eine sagenumwobene nordische Insel. Das heißt, alles wird im nordischen Look sein, es wird mystisch sein und es wird wirklich eine ganz klasse Geschichte, die es übrigens auch in drei Romanen nachzulesen gibt. Kommen jetzt aber auch Ed und Edda nach Rulantica? Wenn sie das tun, dann sind sie aber nicht mehr im Europapark. Richtig, Ed und Edda werden natürlich ab und an Rulantica besuchen, aber sie bleiben in erster Linie im Europapark. Deshalb haben wir ein eigenes Maskottchen entwickelt, nämlich unseren Snorri, der die beiden Waisenkindern ständig auf ihrer Reise begleiten wird nach der sagenumwobenen Suche dieser Insel. Was erwartet einen, außer eine gemütliche Badeliege? Ja, ich glaube, was Rulantica auszeichnet, ist, dass es über 20 Attraktionen geben wird. Für alle was dabei, ein Lazy River, es gibt aber ein Wild River. Wunderbare Thematisierung, wir werden extrem viel aus der nordischen Mythologie drin haben. Wir werden eine Eisrutsche drin haben, wir werden Bäume drin haben, Wasserfälle. Also es wird ein ganz spannendes Thematisierungskonzept, was es so, glaube ich, noch in keinem anderen Wasserpark gegeben hat. Wild River wird wahrscheinlich genau das sein, worauf ich mich am meisten freue. Und hier drüben ist jetzt auch noch mal ein Modell. Dürfen wir da mal sogar das Dach aufmachen? Oh ja, wenn man hier das Dach vorsichtig abhebt, bitte nichts kaputt machen, dann sieht man eine richtige Strandlandschaft, Badeliegen, hier verschiedene Rutschen und wir werden uns dann wahrscheinlich, wo ist der Wild River? Also wir haben zum einen den Wild River, der hier draußen sich befindet. Wir haben hier drinnen dann das Pendant, nämlich der langsame Fluss. Und alle diese einzelnen Bereiche sind wunderbar thematisiert. Und hier siehst du dann nochmal den Umkleidebereich, wo du dann deine Badehose anziehen kannst. Also ab in die Badehose und dann ab in den Wild River. Ich gehe jetzt auf die Baustelle und guck mal, wie weit ihr schon seid, okay? Lieben gerne. Viel Spaß. Danke dir. Projektleiter Thomas Renner. Hi Thomas. Hallo, Benni. Ich habe jetzt schon mal das ganze Modell gesehen, dann habe ich den Plan gesehen. Da kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, wie es später wird. Aber so richtig erleben kann man es nur hier auf der Baustelle. Hier noch nackte Erde. Wo stehen wir jetzt genau? Also wir stehen derzeit direkt vor den Umkleiden vom Wasserpark. Später allerdings sind wir unter der Erde, weil der Boden eigentlich über den Köpfen schon anfängt. Und sind jetzt dabei, so die ersten Schritte zu tun. Alles, was so unter den Keller, im Kellerbereich kommt. Und da sind wir jetzt mächtig am Arbeiten. Wo kann man denn später genau baden? Kannst du mir das schon zeigen? Ja, wir fangen an zu baden in dem Bereich, wo jetzt der LKW steht, wo der Bagger jetzt steht. Dort sind wir schon mitten im Park drin. Wir sind aber auch hier schon nach der Grube, die wir hier sind am Boden, oder die Löcher, die da hinten sind, auch da sind wir schon in der Schwimmhalle drin. Hier ist der Bogen nachher vom Lazy River. Und dann gehen wir in die Richtung raus. Man sieht hinten die Hügel. Und bis zu den Hügeln etwa läuft nachher die Halle. Fantastisch, aber du bist lustig. Man braucht hier schon ein bisschen Vorstellungsvermögen. Ich meine, du kennst die Pläne auf jeden Zentimeter genau. Bist du denn jetzt schon glücklich mit dem Baufortschritt? Wir sind derzeit glücklich über den Baufortschritt, zumal das Wetter ja toll mitmacht. Die Regenzeit, die soll ja jetzt kommen. Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen wegbleibt. Aber so wie wir vorankommen, perfekt. Temperaturen liegen im optimalen Bereich für das Bauen. Also insofern glaube ich, wir sind gut unterwegs. Was ist denn für dich das Spannende an diesem Projekt? Das Spannende ist die tägliche Entwicklung, die man da draußen sieht. Jeden Tag wächst irgendwas, das ist das Schöne am Bauen. Jeden Tag gibt es eine Veränderung und jeden Tag sieht man im Endeffekt, wie ein Stück von dem ganzen Projekt nachher entsteht. Und mit dem Projekt, das wächst ja auch in einem mit, da wächst natürlich auch die Freude und die Vorfreude, wie bei allen Besuchern hier und allen, die hier am Projekt beteiligt sind und alle, die später baden wollen. Und wir werden die ganze Baustelle natürlich bis zur Fertigstellung begleiten. Ich komme also immer mal wieder auf die Baustelle. Du hast aber gesagt, ich kann auch ein bisschen mitarbeiten, oder? Na klar, na klar. Damit wir jetzt noch ein bisschen Zeit gewinnen, darfst du jetzt nachher noch ein bisschen hier anfangen, den See zwischen Hotel und dem Wasserpark auszuheben. Und ich hoffe, dass du heute Abend fertig bist. Ja, alles klar. 245 PS unterm Hintern wollte ich schon immer mal haben. Geht doch! Ich sag's euch ganz ehrlich, ohne meine Hilfe würden die hier nie fertig werden. Aber so kann nichts mehr schiefgehen. Rulantica, wir eröffnen bald und ich bleib weiter natürlich dabei.